wichtige Basis muss ich jetzt erstmal mit den Dingen hier reinkommen. Mit den gepanscherten. Radlader. Nein, das Tor ist. Das Tor bist du wieder zu. Du bist wieder zu. Skandal. Skandal. Wir stellen hier jetzt hier rein. Okay, die Luft ist rein. Und dann kommt Martin mit seinem gepanzerten Radlader, Leute. Jetzt geht's los. Und du, dich will ich damit umbringen. Du kannst jetzt wegrennen oder auch nicht. Geh schon mal vor. Na, ich hab dich hier. Hallo? Hab dich hier warnt. Und jetzt kommt Radlader-Action, Leute. Vorsicht, das Ding geht gleich hoch. Naja, ne? Kann man nichts machen. Bäh. Dann bin ich erstmal wieder weg. Bis später. Nicht so viel alkoholfreies Wasser trinken. Tschüss, Crazy Carlton. Ciao, cool, dass du da warst. Kuss, kuss, kuss. So. Das war ganz weird mit den Radlader. Ich würde jetzt sagen, ich gehe so ran lang. Ja, kann ich machen. Das gebe ich ja auch noch fremd. Muss ich alles noch machen. Skandalös. Skandalös. Boah, das Ding geht gleich hoch. Seit der 10 Sekunden danach, nachdem es explodiert ist. Die sind absolut lost, die Dudes. Also, wenn man zu viel Wasser trinkt, dann stößt man es öfter aus. Also echt absolut lost, die Typen. Also die KI, aber... Ne? Kungskeks! Hi! Mahlzeit! Die Drohne. Ja, hier. Also, es ist jetzt so viel, mich als absolut Boss, ne? Ich gegen die Predator versage ich ewig lang. Und hier hacke ich einmal rein und ich hab's geschafft. Irgendwie ein bisschen peinlich. Hab nicht getroffen. Ich wollte gar nicht die Sniper nehmen, ich wollte die, das Sturmgewehr nehmen. Und dachte ich, jetzt habe ich die Sniper in der Hand, jetzt muss ich damit auch rasieren. Der Leutnant kommt. Hat nicht geklappt, wie ihr gesehen habt. Scharfschütze, runter! Naja, Leutnant, du kommst ja nicht so toll, ne? Hat nicht so gut geklappt mit dem Kommen. So, greifen. Ja, Matti, hi. Ich hab Fragen an dich, Arschloch. Oh Gott, es gibt zwei Clips. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dieser Schein wird dich nicht bezahlt, Cabron. Ich rede. Zeit für eine Auffrischung unserer Pilotenkenntnisse. Ein Kartellheli muss zu den Rebellen geflogen werden. Alles klar bei mir. Nee, du lügst. Achso, es kann sein, dass es demnächst wieder mit Underworld weitergeht. Also, momentan der Anton den Server, also die Kampfdrossel, weil bei mir funktioniert FileZilla nicht. Er lädt den Update nicht runter und er meinte, es klappt jetzt alles wieder, durfte. Momentan antwortet er mir zwar nicht. Namens Lupe Vera die vermissten Fälle in San Mateo recherchiert. Sie hat genug Staub aufgewirbelt, um auf der Liste des Kartells die Nächste zu sein. Wir kennen ihre Position. Finden wir sie, bevor es die Sicarios tun. Aber das müsste eigentlich bald wir klappen. Haben den Standort eines Care-Pakets. Sehen wir mal nach, ob es noch da ist. Ja. Das ist cool. Coole Sachen. Also ich hab hier einfach alles drin gefunden, ne? Gott, oh Gott. Hier ist noch ein neuer Ort. Da muss ich auch noch hin. Oh nee, ich glaube, ich bleibe bei meiner Route. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Wenn ich gut bin, schaffe ich das Gebiet heute noch, ne? Mega weirder Mode. Schön, wie er dich unterbricht. Echt ehrenlos. Wie er einfach nicht hört, was ich sage. Skandal. Episch aus. Und Just Cause ist epischer aus, aber Just Cause ist ja auch dafür ausgelegt. Es gibt so viele Games, die ich noch spielen muss. Oh nein. Random. Ich habe eine ganz komische Casino-Werbung gesehen, als ich reinkam. Diese ganz komischen, meinst du? Diese ganz, ganz, ganz komischen. Ich weiß, was du meinst. Vermute ich.
Da tue ich mir leid, Random. Tue ich mir einfach nur leid. So. Ich muss wieder ein Hubschrauber stehen auf gierige Basis. Habe ich echt gar keinen Bock drauf. Egal. Darf mir nicht bemerkt werden, Skandal. Da voll die riesige Basis ist. Was Gutes drin? Ich hoffe doch. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Neben dem Schießstand. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ne? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ist hier was Wichtiges drin? No Werbung, no Night, Nightbot. Nightbot gibt's ja auch nicht mehr, aber Werbung schalte ich ab und zu, wenn ich aufs Klo gehe. Es bringt ja, ne? Ist dann ja auch nicht so schlimm, vermute ich, hoffe ich, keine Ahnung. Alarm hier drüben. Die Alarme hätte ich gern ausgeschaltet gehabt. Sollen wir mal den Strom abstellen? Wir haben Alarm. Kann ich sie? Das würde mich interessieren. Paul ist schon seit 10 Minuten nichts geschrieben. Ich glaube, Paul ist gar nicht mehr da. Ist ja auch nicht schlimm. Okay, die muss ich jetzt alle. Nimm. Ich gehe in Position. Nimm. Ich in Position gehen. Sekunde, gehe in Position. Ziele fast. Das wird jetzt wieder stressig. Okay. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Greife Tangos an. Wir haben ihn, er ist tot. Der Leutnant flieht. Nein. Nein, scheiße. Kacke. Ja, kann ich nichts machen. Scheiße. Egal. Dann nehme ich die Basis ein. Ach, schade, schade, schade. Ich habe heute eine Katze namens Baul bekommen. Geil, die Baul-Katze, ich fühl's. Feindverstärkung im Anmarsch. Das nicht sehen. Geh in Position, eine bessere Schussmenge. Ach scheiß drauf, ich gehe direkt auf Sternenkorn, juckt nicht. Direkt neben mir ist ein Tank, hat mich gar nicht. Skario hat mich aber echt nicht gejuckt, ne? Ich hab Akatari um Verstärkung gebeten. Ich hab die Rebellen gebeten, die. Ach, verdammt. Die Rebellen müssen wohl eine Weile ohne auskommen. Ich kill jetzt erstmal ein paar easy. Baul. Aber echt stimmt, bist du gerade aufgefallen. Baul ist ja ein mega realer Name, Alter. Bestimmt kein schönes Leben. Boah, wie Boss hat mich gerade gefühlt hab. Sensationell. Boah, ich fühle mich so gut. Ich fühle mich so klug, Alter. Wow, bin ich gut. Bin ich gut in dem Game. Sick. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist doch der Alarm. Ach, kacke, jetzt scheiß drauf. Jetzt kann ich auch laut sein. Wir haben nur der eine. Ich muss ja alle drei ausschalten. Ui, direkt hier ist ein Alarm. Warte mal, Heli. Aber ein Ziel. Greif an. Da steht Baul, wie der Bär vom Dschungelbuch. Die ist Baul? Oh Gott, ich weiß ja gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr, aber Baul ist echt ein lustiger Name, ne? Ich sehe eine Waffenkiste. Volltreffer. So, okay. Endlich keine Verstärkung, hoffe ich. Hab die Rebellen gibt. Ich ruf die Rebellen. Balu! Oh Gott! An Balu erinnere ich mich noch. Reden wir nicht drüber. Das ist nie passiert. Ich bin so. Ne? Dein LRS mal wieder gekickt. Eine ganz unangenehme Sache, eine ganz unangenehme Kiste, sag ich euch. Ganz, ganz unangenehm. So, kurz Kopf knacken, wichtig. Ui, hier ist nochmal ein Alarm, den muss ich auch ausschalten. Sehr schön. Meine Base und so fast. Fast bereinigt. Bereinigt klingt böse, sag ich nicht normal.
Mann, das muss ich testen. Ist das, ob das klappt, ist wichtig. Nein, ich will die hier reinwerfen. Gönn doch. Scheiße. Naja, egal. Bist glaube ich, so ein Dude. Hier hinten ist noch Werbe, juckt mich nicht. Ich kann nicht mehr aufhören zu lachen, aber probier's mal mit Gemütlichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Weiter kenne ich den Text nicht, yeah. Bin ich echt so dumm, ne? Bin ich echt ganz besonders lost heute. Besonders lost. Achso, morgen kommen keine Streams an, random. Linda weiß ja schon. So, Nachschub. Gulag, der Gulag, kenne ich. Der soll gar nicht so geil sein. Granate fliegt. Die ich schon des Öfteren hören durfte. Granate fliegt. Granate fliegt, nehmt das. Warum stehst du denn auf dem Auto? Das nur, weil man kann ich das Geschütz noch benutzen, das wäre sehr cool. Okay, geht nicht. Real Potter! Moin! Servus! Moin! Moin Leute, ApoRed ist wieder trocken am Start. Moin Leute, ApoRed ist wieder trocken am Start. Gott, oh Gott. Das ist traurig. Hättest du auch nicht. Ich hätte die Abmoderation einfach erkannt. Alles in Ordnung, Dude. Den geht's nicht gut, Leute. Den geht's ganz schon gar nicht gut. Der Leutnant will abhauen. Naja, ne? ApoRed. Die du. Ah, stimmt, der heißt zurück bis der Opa, ne? Der Opa, lol. Das weiß ich nur aus dem Julian Bam-Video. Ich bin ja ein Loser. Ne, da sein kann, dass ich ihn treffe, aber ich glaube, er ist hinterm Stein. Er ist nicht hinterm Stein. Ich war dann nicht beschissenes Aim. Gut, dann hier hätte ich gesagt. Ah, ich nehme das Auto. Ich nehme das kaputte, verbeulte Auto, ein Traum. Ja, aber das mit Nebelig wusste ich, das hat er ja erzählt. Auf keinen Lebenpunkt, er ist nicht mehr online, ne? Auch er sollte vielleicht sowieso. Ich hoffe, Nebelig macht wieder Videos. Ich liebe Nebelig so sehr. Ein Twitch-Stream ist auch unterhaltsam, aber. Ne? Okay. Will Potter ist Harry Peter scheinbar. An der Rande. Dumbledore. Ich frage nicht nach. Ist halt so. Muss ich akzeptieren. Einfach akzeptieren, Leute. Boah, was war denn das gerade, Leute? Ich hoffe, Brotwurst. Oder Brotwurst kenne ich gar nicht. Oder? Warte mal. Ist das nicht der mit 10 Fakten über Nacktschnecken? Ist das der Typ? Oh Gott, jetzt muss ich den Rebellensender verteidigen. Oh, hab ich echt keine Lust drauf. Ich nehme mal alle anderen Quellen hier nebenbei kaputt, die den Sender schaden könnten. Ja, das ist ja. Oh ja, das ist ja auch geil, ne? Das ist ja auch geil. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es gibt so viele. Also, Knuspertoast, ich muss sagen, der ist bei mir in letzter Zeit etwas in Ungnade gefallen. Weil ich schon ein bisschen. Du findest, der hat ja. Ich glaube, über 3000 Euro monatlich bekommen und einfach keine Videos gemacht. Seit jetzt, ich glaube, wieder mehreren Jahren. Nein, mehreren Monaten finde ich auch irgendwie ein bisschen ehrenlos. Eulen können mit ihrem Kopf um 260 Grad drehen, Pferde nicht. Danke dir, Rande. Ich habe die Facecam falsch gedrückt. Mir voll egal, aber danke dir für diese Info. Kuss geht raus. So, jetzt hole ich erstmal Verstärkung. Hat die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Und ich hoffe, das wird nicht so ein Desaster wie beim letzten, nee, wie beim vorletzten Mal, wo ich einfach 5 Folgen für brauchte. Aber erstmal wichtig. So. Ne? Wir sind alarmiert. Hey, da ist noch ein großer Schluck drin. Das ist schlimm, Leute. Das ist jetzt zu Ende. Kommt hier wer?
Scheinbar nicht.